Wir sehen Isa Genzken jetzt und hier, weil sie dieses Jahr 75 Jahre alt wird, sich immer gewünscht hat, in der neuen Nationalgalerie, dem Gebäude von Mies van der Rohe, auszustellen. Wenn man sich überlegt, die Spannung von innen und außen, dem Monumentalen, dem Intimen, und überlegt, dass sie oft sagt, jeder Mensch braucht ein Fenster, und der Mies van der Rohe Bau ist eigentlich ein riesiges Fenster. Das ist eine kongeniale, sich mit der Moderne, mit der Architektur, aber auch mit dem körperlichen auseinandersetzende Ausstellung. Es setzt die Arbeit von Isa Genzken frei, und es wird eine ganz besondere Art und Weise geben, sich dieser Arbeit zu nähern.